Die Sanierung des Rhein-Hochwasserdamms in Eggenstein-Leopoldshafen. Ein 3-Millionen-Euro-Projekt des Regierungspräsidiums Karlsruhe, ausgeführt von Reif aus Rastatt. Das Familienunternehmen in dritter Generation mit über 400 Mitarbeitern blickt auf eine fast 90-jährige Erfolgsgeschichte zurück und nach vorn. Denn auch bei der Digitalisierung setzt Reif Maßstäbe. Ich arbeite jetzt schon über 30 Jahre in der Branche und es hat sich noch nicht allzu viel geändert, die ganzen Jahrzehnte. Immer hat man gesagt, ja, so wie immer. Und jetzt ist eben die Chance da, zu digitalisieren, diese Sache einzuführen und dadurch halt besser zu werden wie der Wettbewerb. Ja, kreativer Freiraum ist für unsere Mitarbeiter unheimlich wichtig, weil dadurch Eigenverantwortung gefördert wird und Innovation und die Mitarbeiter einfach Lust bekommen, auch neue Dinge auszuprobieren. Die Firmenzentrale in Rastatt, beeindruckende 36.000 Quadratmeter Fläche. Hier überführen Reif-Mitarbeiter Bauprozesse in intelligente, digitale Strukturen. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Geschäftsführer Alexander Klöcker legt allergrößten Wert darauf, alle Mitarbeiter für die neuen Möglichkeiten zu begeistern. Man darf den Fehler nicht machen, dass Digitalisierung gleichzeitig Arbeitsplatzabbau bedeutet. Das ist dementsprechend nicht so, ganz im Gegenteil. Es werden neue Arbeitsplätze kreiert, es werden, denke ich mal, Arbeitsprofile, Anforderungsprofile neu sich gestalten und werden verändert. Und wir versuchen natürlich auch jeden Mitarbeiter mitzunehmen. Und das Wichtige dabei ist, dass wir uns das auch gar nicht erlauben können, einen Mitarbeiter nicht mitzunehmen in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels. Für uns ist es entscheidend, dass wir aufklären, dass wir überzeugen. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, unsere Mitarbeiter fordern das von uns ein. Wir werden sehr attraktiv auch dadurch, was gerade den Arbeitgeber angeht. Und wenn wir dort nicht mitziehen und die Baubranche insgesamt hat eine Menge dort aufzuholen in der Richtung, werden wir es eines Tages schwierig haben, überhaupt Arbeitskräfte gewinnen zu können. Der Bau muss wieder attraktiv werden und das wird er dadurch. Der Mensch ist sehr wichtig. Er wird auch immer wichtig bleiben. Für die Anwender ist es immer wertvoll, dass die auch einen Ansprechpartner vor Ort haben, der weiß, worum es geht und dass sie nicht zentral bei der IT anrufen müssen. Und so kommen wir ganz gut vorwärts. Gemeinsam mit BAZ entwickeln die kreativen Teams immer neue integrierte Lösungen, die ständig weiterentwickelt werden. Und das heißt für uns als Baubranche gesehen, es muss ein radikales Umdenken geben. Wir müssen wirklich neu über unsere Geschäftsmodelle und Prozesse nachdenken. Und zwar von den Auftraggebern über natürlich die Baustofflieferanten, die Baustoffhersteller, die Planer und natürlich die ausführenden Bauunternehmen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir auch kein BIM oder Building Information Modeling im Ziel her erreichen. Da bin ich schwer motiviert, auch diese neue Sache anzugehen, weil man eben sieht, was in den anderen Branchen alles geht und beim Bau 30 Jahre nicht allzu viel ging. Und deshalb bin ich da schon dabei, noch das doch noch mal auf den Weg zu bringen. Einmal für meine Abteilung, was jetzt genau den Bahnbau betrifft und später dann noch versuche, das auf die ganze Firma Reif dann noch zu übertragen. Die Leidenschaft für die neue Ära des Bauens ist überall zu spüren bei Reif, wo ständig weiter geschult und investiert wird. Vor allem in die Menschen, die die Erfolgsgeschichte auch die nächsten Jahrzehnte weiterschreiben werden.